Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und zeige dir kreative Inspirationen, hauptsächlich aus Naturmaterialien oder aus Papier und anderes. Ich warne dich als erstes gerade schon mal, das wird sicher ein chaotisches Video. Ich versuche mich ein bisschen zu sortieren und hoffe, ich kann dir ein paar tolle Sachen zeigen und verzettle mich nicht zu fest. Um was geht's heute? Heute geht's um Adventskranz oder Tischdekorationen, wenn man jetzt keinen Adventskranz haben möchte. Und was ihr im Hintergrund hört, ist mein Hund, der schnarcht wieder. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, weil meine Kamera fast neben meinem Hund ist und das Mikrofon natürlich auch. Also ich hoffe, es geht. Also, meine Idee, meine vielen Ideen, alles was du hier siehst, habe ich aus der Natur gesammelt. Bis auf die Schalen ist nichts gekauft. Ich habe hier so einen Kranz gemacht, den habe ich nur mit Draht gewickelt. Das sind auch so Gräser, das sind die hier. Die habe ich am Wegrand gefunden, die haben so lustige Spitzen. Die habe ich dann zuerst schwarz angesprüht, so wie hier, und dann ganz wenig mit Gold. Und den möchte ich verarbeiten. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe ja hier noch diese Schale, die gerade besetzt ist. Die kennst du sicher schon von einem anderen Video. Die nehme ich, dann kommt hier dieser Kranz drauf und diese Vase. Die setze ich hier rein und dann kannst du eine große Kerze einsetzen. Oder du kannst vier Stabkerzen einsetzen, ganz wie du möchtest. Dann kannst du ein bisschen von diesem Dekosand einfüllen ins Glas und dann kannst du einfach die Kerzen reinstecken. Was du natürlich auch nehmen kannst anstelle von Dekosand, der ist relativ teuer, kannst du auch normalen Vogelsand benutzen. Ist wesentlich günstiger. Dann, ich nehme jetzt mal die Kerze und dann habe ich mir überlegt, ich habe hier Eichenblätter, die habe ich Gold mit Goldspray besprüht und noch ein bisschen mit Glitzerspray besprüht. Und die kannst du jetzt grundsätzlich hier einfach so reinstecken. Das hält relativ gut. Muss ich hier schauen. Und ich möchte jetzt eher nur auf diesem Bereich dekorieren und hinten nicht wirklich so viel. Dann habe ich die hier gefunden, die sind ganz witzig, die habe ich auch am Straßenrand gefunden, das sind Blütenstämme, die Blüten sind abgefallen und dann sind da die lustigen Kugeln dran und die habe ich gleich mitgenommen, weil das sieht super, super toll aus. Dann kannst du das auch hier reinstecken. Und dann nehme ich noch Keks, Ausstecher.
die man für Kekse braucht. Die habe ich auch aus einem Fundus. Die sind auch rostig. Das gefällt mir sehr gut. Und die könnte man auch hier so reinsetzen. Ich befestige das jetzt nicht. Du kannst das natürlich alles befestigen, weil ich ja noch was anderes zeigen möchte. Das wäre das. Und dann habe ich hier Eicheln. Das sind diese hier. Und die lege ich jetzt auch einfach nur so drauf. Wenn du es etwas festlicher magst, dann kannst du hier noch so eine Kugel reinsetzen. Das ist sehr schön. Grün ist auch sehr angesagt, sieht auch sehr schön aus. Oder klassisch ein Stern kann man hier einfügen. Das mache ich jetzt aber alles nicht, sondern ich habe hier Tannennadeln und die stecke ich einfach kreuz und quer hier rein. Und die mache ich jetzt so ganz um den Kranz rum. Also, du kannst die natürlich auch besprühen mit Gold oder Weiß oder was du halt magst oder was bei dir in die Wohnung passt. Ich lasse die jetzt mal so. Und die hier habe ich heute noch mitgenommen auf dem Spaziergang. Die wachsen meistens am Gartenzaun. Die sind ganz fein. Ich finde die unglaublich schön. Und das könntest du jetzt einfach so darüber setzen. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit. Schön finde, sind wirklich, wenn man noch ganz natürliche Eichenblätter mit ein. Und was nicht fehlen darf, Tannenzapfen. Noch ein bisschen Gras. Habe ich hier ein Video gemacht mit den Maisblättern, dieser Kranz. Und den kannst du natürlich auch ganz schön dekorieren zu Weihnachten. Der kommt mal weg. Den hole ich schnell. So.
Das ist der, das ist der Kleine. Ich habe noch einen großen gemacht. Das ist der Kleine. Hier meine erste Weihnachtskugeln. Wie man ja beim Video sieht, die Weihnachtskugel aus Papier. Ich suche die Schere. So. Das sind die. Da gibt es ein Video, wie ich die gemacht habe. Kannst du mal nachschauen. Also, hier ist der Maiskranz. Den kannst du zum Beispiel goldig besprühen oder in einer Farbe, wie es dir gefällt. Ich lasse den mal so. Mich reut es immer, die Sachen zu besprühen, weil ich die ja mehrfach einsetzen möchte. Und da bin ich immer ein bisschen... reinpasst, ja. Das ist jetzt Ton in Ton, würde ich sagen. Ne? Das ist auch ein Gefäß, das habe ich auch aus Altpapier gemacht. Hier drin habe ich die Kerne von den Kirschen. Du kannst hier aber auch Kichererbsen nehmen, die getrockneten. Ich kann es jetzt hier so. Dann habe ich die hier reingefüllt und dann kannst du auch ideal Kerzen reinstecken oder das Füllmaterial. Also, wenn man das alles Ton in Ton haben möchte, dann kannst du hier wieder diese Eichenblätter einfügen. Das könntest du jetzt wirklich ringsrum machen. Ich habe jetzt leider nur die drei besprüht, aber ich fände es schön, wenn es jetzt wirklich um den ganzen Kranz rum, kannst du mit diesen goldenen Blättern arbeiten. Ich werde davon dann ein Foto machen, wie das ausschaut. Ich will ja deine Zeit nicht strapazieren, ich quatsch eh schon zu viel. Hier habe ich eine Distel, die habe ich auch goldig gesprüht und ein bisschen mit Glitzer. Ich habe alles ein bisschen dieses Jahr mit Glitzer. Bin ich ja eigentlich nicht so. Aber irgendwas ist anders wie sonst. Dann könntest du die mit einfügen. Und das ist toll, Maiskranz. Du kannst wirklich alles nur reinstecken und es hält. Ideal. Davon habe ich jetzt auch nur eins, sonst... Letztes Jahr war alles voll mit Disteln. Jetzt zum Zeigen habe ich natürlich wieder nur eine. Davon hole ich aber auch noch. Disteln finde ich immer wahnsinnig schön. Also dann könntest du alles mit Disteln noch voll machen. Also die Eichenblätter, dann die Disteln. Das werde ich machen. Ich muss noch ein paar Eichenblättern besprühen und ein paar Disteln besorgen. Das werde ich machen. Das möchte ich... dir unbedingt zeigen, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ist ganz Ton in Ton, ist ganz schlicht. Aber ich denke, wenn er fertig ist, sehr elegant. Hoffe ich. Das ist die Variation. Also, auf den komme ich nochmals zurück. Es ist ja noch nicht Weihnachten. Das zeige ich dir nochmals. Also, das wäre die Möglichkeit mit dem Maiskranz. Wie gesagt, es wird chaotisch. Ich habe dich gewarnt. Das ist das. So. Voilà. Das ist meine Lieblingsvase, weil da kannst du alles, das kannst du für alles verwenden. Und hier habe ich unglaublich große Blätter gefunden. Ich weiß nicht, von welchem Baum das ist, aber ich finde die mega. Die könntest du jetzt einfach so reinmachen, so ein bisschen außen an der Wand. Und dann könntest du ein anderes Glas reinsetzen. Also du kannst zwei so Glasvasen ineinander stellen und die Blätter, das können jegliche Blätter sein, die du findest, und das auffüllen. Du kannst das bis hier oben machen, bis zum Rand, und dann hier so eine Kerze rein.
Und am Abend, wenn die Kerze brennt, das sieht unglaublich schön aus, wenn das durch die Blätter scheint. Dann könntest du auch noch die hier reinmachen oder sonstige Gräser. Schau einfach, dass es nicht über das Glas geht. Und das ist jetzt wirklich noch so ein bisschen zwischen Herbst und Weihnachten. Das ist wirklich für super Minimalisten. Und wirklich am Abend sieht das unglaublich schön aus. Auch hier könntest du jetzt nochmals Tannennadeln reinmachen. Das sieht auch toll aus. Und wie gesagt, du kannst alles in deiner Farbe machen, wie es dir gefällt. Und dann einfach wild drauf los. Du kannst Tannenzäpfe noch einfügen. Und wenn es dann weihnachtlich wird, kannst du, ich würde jetzt die Blätter drin lassen, und dann kannst du einfach noch ein paar Weihnachtskugeln auf der Seite reinmachen, bis die Glasschale hinüber ist. Ja, das war's, ne? Also dann kannst du verschiedene Weihnachtskugeln einfach reinmachen, oder du kannst hier noch eine Feder rein. Also das ist auch eine Möglichkeit, die geht sehr schnell, kostet nichts oder nicht viel. Weihnachtskugel wird jeder, denke ich, zu Hause haben. Wenn dir die Farbe der Weihnachtskugel nicht mehr gefallen, dann sprüh sie um oder bemal sie. Das ist eine Laborflasche. Die wollten die Herren hier hinten wegschmeißen. Und ich bin fast ausgeflippt, sowas schmeißt man doch nicht weg, so eine wunderschöne alte Flasche. So sieht die aus. Auf jeden Fall habe ich hier wieder die Steine von der Kirsche. Wie gesagt, du kannst hier Kichererbsen auch verwenden oder Erbsen geht auch. Erbsen sehen auch lustig aus. Das kannst du machen, das kostet auch nicht viel. Und dann habe ich gedacht, für so eine Tischdekoration, wenn man nicht viel Platz hat, habe ich das hier einfach aufgefüllt, habe hier die Kerze reingemacht. Die hält dann auch wirklich sehr gut. Also am besten ist es, wenn du das nicht ganz füllst, dass der Hals frei ist, und dann kannst du die Kerze hier reinsetzen. Und dann kannst du die auf der Seite reinfallen lassen, und dann hält das wirklich sehr gut. So. Und dann habe ich hier eine schwarze Schnur rumgebunden hier am Hals. Habe ein Eichenblatt gesprüht in Gold und Glitzer. Dann habe ich einen Tannenzapfen und auch wieder diese Tannennadel hier einfach quer reingesteckt, und dann kann man noch so ein klein filigranes irgendwas hier dazugeben. Und ich finde, das ist wirklich ganz schnell gemacht, ganz einfach und sieht schön aus. Und wenn man dann zwei hat, dann so nebeneinander, man kann das so auf den Tisch stellen und dann hier auch noch eine Kerze rein und gleich dekorieren, und dann sieht das wirklich ganz toll aus. Oder du kannst es ans Fenster stellen. Na, also das finde ich auch eine ganz tolle Idee. Und diese Kirschen habe ich also nicht alle selber gegessen, das habe ich auch wieder im Brockenhaus gefunden. Ja. Und dann werde ich dir noch
das Objekt als Pulp, das ich erwähnt habe im letzten Video, das werde ich dir dann noch kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Das war's. Und ich hoffe, es war nicht zu chaotisch, wenn man am Arbeiten ist, man hat immer 100 Ideen und dann verzettelt man sich und verliert den Faden und alles. Aber ich hoffe, es war eine Inspiration für dich. Ich denke, ich werde viel schneiden müssen bei diesem Video. Und ja, dann würde ich sagen, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Und jetzt muss ich noch ein bisschen für die Ausstellung vorbereiten. Ich habe da fast noch nichts gemacht. Okay.